So, hallo, guten Tag. Ich zeige euch heute das Jodafarm und mache dazu ein kleines Unboxing. Nämlich, es ist endlich angekommen bei mir. Es hat jetzt genau 6,5 Wochen gebraucht aus Hongkong bis hierhin. Der Weg ging von Hongkong nach Finnland und von Finnland nach Frankreich, nach Köln und dann hier in die schöne Eifel. So, dann packen wir das Ding mal aus, ne? Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. So. Aber dass hier fest ist. Zugestellt wurde es übrigens über die Firma FedEx. Und nachdem ich in Finnland war, jetzt vor also am Montag war es in Finnland. Hat es auch nur 4 Tage gedauert, bis es hier in der Eifel angekommen ist. Also da kann man echt nichts gegen sagen. So, machen wir das mal ab. So, was haben wir denn alles hier? Einmal eine Packingliste, mein Handy, das Scholler und noch Saucerhaf in Blau. Ich habe schon dazu bestellt gehabt. Übrigens direkt auf der Webseite von Scholler selber. So, schauen wir uns das mal an. Hier ist die Other Half in Hellblau, Türkis, beziehungsweise Aloe heißt es auf der Webseite. Dann können wir gerne gleich mal aufmachen. Hier ist ein Siegel, das müssen wir brechen. So, da haben wir es. Ist so ein kleiner Zettel drin. Lese ich mir gleich selber auch mal durch. Alles klar. Genau. Hier die Innenseite mit dem NFC-Chip fürs Thema. Hat eine sehr, sehr matte, angenehme Oberfläche. Ist nicht so wie bei den heutzutage bei den Samsung-Geräten, dass sie sehr klitschig und schmierig sind. Und ich mag das gar nicht vom Gefühl her. Bin ich mal gespannt aufs Gerät. Ich habe jetzt lang genug gewartet. So, und hier haben wir es in der wunderbaren Verpackung von Jörla. Mit dem Source Code selber drauf. Von Selfish. Noch ein bisschen Text. Genau. Ist relativ schlicht die Verpackung, aber zeitgleich auch ziemlich stilecht, muss ich sagen. Hier oben haben wir dann den kleinen Schuber mit dem Fisch-Logo drauf, Selfish. Und dann machen wir das mal auf, ne? Auch wieder ein Siegel zu brechen. Jetzt war ich gerade. Na, das geht so nicht gut. So, dann schauen wir mal. Und hier ist es. Oh. Ich lege es mal gerade auf Seite und gucken uns mal den Inhalt doch an. Ja, einmal eine Garantiekarte, so wie ich das jetzt kurz gelesen habe. Betriebnahme kurz erklärt,
wie man eine SIM-Karte einsetzt. Nichts Spektakuläres selber. Hier die Gesten. Genau. So, gucken wir mal weiter rein, was wir noch so haben. Oh ne, habe ich verstanden. Das ist die Garantiekarte, beziehungsweise das Garantiebüchelchen, ja gesagt. So, zwei Sticker, einmal schwarz, einmal weiß. Auch leicht mattiert. Und ich glaube auch nicht aus Papier, sondern eher aus Plastik. Also müssen die auch ein paar Umwelteinflüssen standhalten. Ja, nochmal eine Aufnahme. So, dann haben wir noch das USB-Kabel. Sieht doch relativ lang aus. Ganz normaler Micro-USB-Stecker. Genau. Die kurzen Kabel, mit denen kann ich eh nicht viel anfangen. Den Akku, den brauchen wir dann gleich. Auch wunderschön mit dem Jolla-Logo. So. Und das Netzteil. Das ist jetzt nicht gebatcht selber, hat aber an der Seite hier den Ausgang. Alles klar. So, kommen wir mal zum Hauptteil. Dem Gerät selber. Und hier haben wir es. Kleinen LED-Flash hier. Genau. Hier sind die Lautstärkewippe und der Power-Knopf. Und das war's eigentlich schon. Hier unten haben wir noch die Stereo-Lautsprecher. Genau. So, die Schutzhülle ziehen wir dann gleich mal ab, weil die sieht nicht so wirklich hübsch aus. Die hat auch hier so eine Lasche zum Abziehen dran. Ach, ich liebe das immer. Haptisch gesehen fühlt es sich sehr leicht an. Ich habe vorhin S2 gehabt. Also in der Hand selber ist es auch eigentlich sehr angenehm zu halten. Es ist mehr, ist einfach ein bisschen größer. Gut, der Akku ist auch noch nicht drin, stimmt. Dann können wir auch gleich mal reintun. Hier haben wir auch einen kleinen Hinweis darauf, dass wir hier unten das öffnen können. Ich habe das noch nie gemacht bei dem Gerät. Aber muss einfach nur mit dem Fingernagel rein. Und das hat mich beim S2 auch damals immer gestört. Da gab es nur so zwei, drei Klipse, die das dann gehalten haben. Und wenn die dann schon mit der Zeit kaputt gehen oder mal abbrechen oder ausleiern, da hat der Deckel nicht wirklich mehr viel gehalten. Genau, so sieht das Gerät von innen aus. Oben ein Anschluss für, also den Einschub für die SIM-Karte, für die SD-Karte. Dann hier die verschiedenen Pins, wo man auch, wo man dann zum Beispiel gerade hier vorne, wo man dann über die Source-Haars bestimmte Arten Geräte anschließen kann. So. Tun wir mal den Akku rein. Rastet auch sehr gut ein. Der hält eindeutig besser als beim S2. Und SIM-Karte mache ich dann später rein. Alles klar, machen wir die Decke mal wieder drauf und im nächsten Video zeige ich euch dann den ersten Start des Geräts. So, dann danke schon mal, dass du mein Video geschaut hast und auch einen schönen Tag.